Die Sommerferien haben begonnen, doch einfach nur faulenzen kommt für diese 12 Jugendlichen nicht in Frage. Sie wollen tanzen, so auch Janine Nietzsche. Die 15-Jährige hat sich schon in Zumba und Paartanz ausprobiert. Für den Volkshochschulkurs nimmt sie in den Ferien sogar den täglichen Weg von Lohmen nach Pirna auf sich. Weil es mich auch irgendwie interessiert hat zu tanzen. Ich mache da Sport, ich lerne neue Leute kennen, habe da Spaß. Und ich meine, wir haben 6 Wochen Ferien, da kann man doch eine Woche opfern. Bei Josephine Reinisch und Luise Langenhahn lernen die Jugendlichen keine klassischen Tänze. Hier bekommen sie erklärt, wie sie ihren Körper durch Tanz und Bewegung zum Sprechen bringen können. Deshalb auch der Projektname Talking Bodies. Das besondere Tanzprojekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Beim Kurs geht es vor allem darum, den Jugendlichen neue und zusätzliche Bildungschancen zu eröffnen. Gleichzeitig steht aber auch Sprachvermittlung im Vordergrund. Deswegen haben wir dann überlegt, als Kulturpädagogin, was ist so eine gute Ausdrucksform, mit der wir uns identifizieren können und auf die wir Lust haben. Also damit mehr zu arbeiten. Und dann sind wir beim Tanz gelandet. Eigentlich ist unser Hintergrund, wir sind Musikerin und haben so eine Art von Projekt auch schon eben mit Musik und Jugendlichen angeboten. Und diesmal ging es eben um Verständigung über den Körper. Das war uns wichtig und wir hatten Lust drauf, damit zu experimentieren. Die Kulturpädagoginnen aus Berlin wollen aber auch, dass die Jungen und Mädchen ein Körperbewusstsein entwickeln. Schließlich sind die Teilnehmer des Ferienkurses alle zwischen 14 und 18 Jahren. Dass sie, wenn sie irgendwie das Bedürfnis haben, mit ihrem Körper etwas auszudrücken, dass sie wissen, wie das geht. Oder dass sie das Selbstbewusstsein entwickeln, das zu machen. Und jetzt war gestern der erste Tag und heute ist der zweite und man sieht schon so eine Veränderung, die hören tatsächlich auch zu und man sieht, dass da mehr Spannung da ist und sowas wie Haltung und gerade Rücken und gerade in dem Alter, wo es so viel um Wachstum und sich im eigenen Körper unwohl fühlen geht und ja, Pubertät, wo man sich so fragt, wer bin ich selbst und was mache ich hier eigentlich und da irgendwie so eine geerdete Basis im eigenen Körper zu haben, finden wir wichtig und das wollen wir entwickeln. Choreografien, improvisatorische und freie Übungen oder Übungen zu Körper und Raum. Die beiden Berliner Kulturpädagoginnen haben einiges in petto. Damit alles sitzt, wird immer wiederholt. Dabei wird genauestens beobachtet und analysiert. Schließlich hat ein jeder Schüler seine eigene Art, sich auszudrücken und einzubringen. Eines haben aber alle Teilnehmer. Freude an der Bewegung. Das macht sehr viel Spaß hier auf jeden Fall. Auch die ganzen Übungen, dass man so lernt, wie man sich bewegen kann und diese ganzen Choreografien, das macht sehr viel Spaß. Mit Tanzen stand Elias Neumann bislang auf Kriegsfuß. Der 14-Jährige interessiert sich eher für die Schauspielerei und ist Mitglied der Retter in Pirna. Der Tanzkurs ist eine neue Erfahrung für den Jugendlichen und das in vielerlei Hinsicht. Na, beispielsweise haben wir auch Yoga-Übungen gemacht und vorher habe ich eher gedacht, ja, Yoga ist jetzt sowas Leichtes, sowas Kleines. Und dann habe ich so mitgekriegt, oh, da kommt man doch ganz schön ins Schwitzen teilweise. Ich hätte auch nie gedacht, dass Tanzen teilweise auch so sehr anstrengen kann. Am 1. Juli wollen die Jungen und Mädchen dann ihren Freunden, Bekannten und Familien zeigen, was sie in der Woche bei Talking Bodies gelernt haben. Na, ich hoffe, dass wir es hinkriegen, sowas wie 10, 15 Minuten eine durchlaufende Choreografie zu präsentieren und die wird sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzen, aus wirklich auch freieren Teilen und vorher festgelegt einstudierten Teilen, die wir vorgeben oder die sie selber entwickelt haben. Danach wollen alle Teilnehmer dann das machen, was alle Jugendlichen in den Sommerferien so treiben: faulenzen und verreisen.